Einfach und mehrfach kaskadierte Views in Jacama. Hierfür wird das Metamodell aus Storybook 1 erweitert. Es gibt drei verschiedene Arten von Verknüpfung. Gepunktet einseitig, Verknüpfung existiert nur von Bestellung zu Verkäufer, also nicht umgekehrt. Durchgezogen to one, eine Bestellung hat genau einen Verkäufer und einen Kunden. Und Doppelpfeil to many, ein Kunde kann viele Bestellungen haben. Für die Übersichtlichkeit wird eine neue View-Section sowie ein neuer View angelegt und sinnvoll umbenannt. Da der View Bestellungen anzeigen soll, wird auch hier Bestellung als Root-Element gewählt und in die erste Zeile eingetragen. Weiterhin soll auch der Bestellinhalt angezeigt werden und muss daher in die Kindzellen eingetragen werden. Dabei muss immer von Root-Element oder schon vorhandenen Kind-Elementen ausgegangen werden. Die Feldbezeichnungen können nun in die erste Zeile der Column Definitions eingetragen oder auch aus dem Tabular Meta Model herübergezogen werden. Ebenso folgen die Zelleneinträge bei den anderen Zeilen. Als Spaltenkopf erscheint immer der oberste Zeileneintrag. Er kann aber auch manuell durch Doppelklick auf den Spaltenkopf geändert werden. Jetzt gehört außerdem noch dazu, wer bei wem bestellt hat. Also noch je eine Kindzeile mit dem Type Kunde und Verkäufer belegen und mit Update die Spaltendefinition aktualisieren. Die Zeichenketten als Stichpunktbezeichnung und die Felder für den Kundennamen, Kundentelefon, Verkäufernamen und Verkäufertelefon genauso wie bei den anderen Types einfach eintragen. Da die Column Definition die Repräsentation eines Datensatzes ist und mehrere Datensätze auch visuell voneinander abgegrenzt werden sollen, werden in der Line Definition noch Farben vergeben. Hier ist es empfehlenswert, helligkeitsaufsteigende oder intensitätsabsteigende Farben zu verwenden. Abschließend soll der bestellte Wein auch in Rechnung gestellt werden. Deshalb wird noch ein passender View angelegt und entsprechend eingerichtet. Jetzt müssen nur noch die Rechnungsdaten eingetragen werden. Über das Kontextmenü kann eine neue Bestellung eingegeben werden. Ebenfalls über das Kontextmenü der neuen Bestellung können nun die Unterpunkte Weine, Kunde und Verkäufer hinzugefügt werden. Nachdem die fehlenden Einträge in die entsprechenden Felder vorgenommen wurden, können die passenden Weine aus dem bereits erstellten View wieder herübergezogen werden. Und fertig ist der erste Datensatz. Dass es ein kaskadierender View ist, erkennt man an dem kleinen Dreieck links vor Bestell-ID. Kommen wir nun zu mehrfach kaskadierten Views in Jacama. Dafür wird als erstes das Metamodell um den Type Adresse erweitert und die Verknüpfungen gesetzt. Dann einen neuen View erstellen und passend umbenennen. Als Wurzelelement kommt auch hier Bestellungen in die erste Zeile. Dann kommen das Kindelement Weine von Bestellungen und das Kindelement Herkunft von Weine dazu. Ebenso die Kindelemente Kunde und Verkäufer von Bestellungen sowie deren Kinder Adresse eintragen. Das Einrücken der Einträge hilft hierbei, die Übersicht zu behalten. Da bereits im View Bestellungen eine Bestellung eingetragen wurde, erscheint sie auch hier wieder in diesem View. Da diese Bestellung auch bereits die Infos zu Wein, Kunde und Verkäufer enthält, sind diese ebenfalls zu sehen. Über das Kontextmenü von Kunde kann dem Kunden eine Adresse zugeordnet werden. Dasselbe geht für den Verkäufer. Dann noch die Daten vervollständigen und schon ist zu sehen, dass eine farbenfreie View-Konfiguration bei kaskadierten Views schnell unübersichtlich wird. Also werden in der View-Konfiguration noch Farben für die Lines vergeben. Im Beispiel wurde für jede Abhängigkeitsebene eine Farbe festgelegt. Fertig ist der mehrfach kaskadierte View.